Zuletzt bei Pokepark Pikachu's Adventure. Nach unseren letzten Aufgaben in der Höhlenzone fuhren wir mit der Lore in die Magmazone, das Hoheitsgebiet von Logok. Eine Höhle gefüllt mit flüssigem Magma, wo Bohrer herumstehen, bei welchen man Eisen und Gold zutage fördern kann. Mit diesen Erzklumpen kann man dann bei Kamerups Schmelzofen sich neue Gegenstände aus Metall gießen lassen und damit entweder Hebel reparieren oder schöne Geschenke für Pokémon-Freunde machen. Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokepark. Hier frisch aus der Magmazone. Und hier ist auf jeden Fall einiges los. Und was machst du denn hier, Kollege? Holy shit! Bravo, du hast es mir geschafft. Bei meinem Spiel musst du deine Gegner über den Spielfeldrand hinauswirbeln. Zur Teilnahme benötigst du eine Eisenscheibe. Du kannst sie einem Schmelzofen gießen. Ach, Bro! You serious? Okay, ja, wenn ich das gewusst hätte, Freunde, dann hätte ich hier schon ein bisschen was für den Part vorbereiten können. Dann müssen wir, glaube ich, an der Stelle kurz ein bisschen Eisen fördern und einschmelzen. Und ihr wisst, das dauert lange, weil das einfach ultra hohl ist. Und wir sehen uns gleich wieder. So, ich würde das Eisen gerne in eine runde Form gießen. Ich vermute mal, dass das das Richtige ist. Wir brauchen jetzt eine Eisenscheibe. Sehr geil. Da ist sie, eine Eisenscheibe. Wie ich jetzt darauf stehen soll als Pokémon, Freunde, wir hinterfragen es einfach nicht. So, aber ich muss den Kollegen jetzt noch mitnehmen. Also wirklich, wer auch immer die Idee hatte, dass man Pikachu so langsam laufen lässt, wenn er irgendwas trägt und dann diese Gegenstände oder diese Orte, wo die Gegenstände hin müssen, kilometerweit auseinanderlegt, einfach nur damit man hier ultra langsam von A nach B wackeln muss. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das für eine gute Idee gehalten hat. Es ist einfach nur nervig. Es bereichert das Gameplay in keinster Weise. Aber egal. Oh, wie ich sehe, hast du deine Eisenscheibe. Kommst du etwa wegen des Spiels? Nun, bei meiner Kreiselkeilerei geht es ganz schön ruppig zu. Mach dich also auf was gefasst. Eine Partie Kreiselkeilerei gefällig? Ja, bitte. Gut, hier entlang. Lass uns anfangen. Okay, und Kapaloris ist hier das perfekte Pokémon. Wirbel über das Feld und dränge deine Gegner über den Rand für Punkte. 5000 ist die Mindestleistung. So, es geht übers Neigen, alles klar. Ramme mit Schmackes aus dem Ring. Ja. Die Spezialitems helfen dir dabei, deine Gegner aus dem Ring zu fegen. Sammle Spezialitems ein und drücke 2, um sie einzusetzen. Wenn du Gegner nacheinander aus dem Ring fegst, bekommst du extra Punkte. Okay, ja, ich denke, ich habe verstanden. Ich nehme jetzt tatsächlich das Kapaloris. Ja, wenn wir Capoeira. Ich sage immer Kapaloris. Ne, Kapaloris war... Das Mon gibt's auch. Was war Kapaloris für ein Mon? Das gibt es auch. Oh, scheiße, ich weiß nicht mehr. War das die Weiterentwicklung davon? Nein, kann auch nicht sein. Doch, nein, Kapaloris war das Ananas-Pokémon. Das war's. Richtig. So, okay. Schauen wir mal, Freunde, was hier abgeht. So, ich denke, vor allem die Items werden wichtig. Oh, wow. Habt ihr das gesehen? Wie krass man die... Wie heftig man die yeetet? Dude, was passiert? Hä? Alter, die fliegen ja 1000 Meter weit weg. Was geht ab? Und ich habe irgendwie noch gar kein Item, ne? Doch, habe ich! Ich habe schon ein Item? Wie? Wo habe ich das eingesammelt? Hä? 18.000 Punkte! Was ist los? Hä? Dude! Was ist denn ein Spiel? Oh mein Gott, da kommt einfach... Oha, da kam einfach Bisaflor gerade. Was geht ab? Ganz weird. Jetzt habe ich wieder meine Spezialattacke. Dude, das ist zu krass. 25.000 Punkte. Hä? Und die Bonusleistung wären 30.000 gewesen. Oh nein. Mindestleistung 5.000. Bonusleistung 30.000. Was zur Hölle? Ja, dann müssen wir es nochmal machen. Ich habe die Bonusleistung nicht auf dem Schirm gehabt. Weil Bonusleistung und Mindestleistung immer ganz nah beieinander lagen. Das war nicht schlecht. Hier ist kleine Belohnung. Aber wir kriegen den Prismensplitter direkt. Okay. Das ist aber trotzdem... Dude, what the hell? Logok sucht auch nach Prismensplittern. Richtig fertig gemacht hat er mich. Doch ich werde es ihm heimzahlen. Ich will aber erst sehen, wie du dich gegen ihn schlägst. Okay, aber wir müssen nochmal, Freunde. Ohne Bonusleistung gehe ich hier nicht. Ja, speichern auf jeden Fall. Aber,
Also ich werde dieses Minigame nicht ohne Ding, ne? Ohne Bonusleistung beenden, ne? Let's go. Hier entlang, bitte. Ich habe nur nicht mit diesem krassen Abstand gerechnet. Zwischen Bonusleistung und normaler. Da 30.000. Oh mein Gott, mit Rihonyo sogar 50.000. Dude. What the hell is going on? Und warum ist die Mindestleistung so niedrig? So, Freunde, jetzt wirklich Gas geben. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir die Bonusleistung nicht schaffen. Kann das sein? So. Zack. Genau. Oh. Die sind halt teilweise so klein, man kann die gar nicht treffen, ne? Sehr gut. Die Steuerung ist super weird. Also wirklich gezielt irgendwas treffen kann man hier nicht. Ah, ich brauche das Item. Ich hab's. Okay, sehr schön. So, und jetzt müssen wir Gas geben. Genau. So. Hier. Zack. Macht einen Abflug. Please. Ich habe direkt wieder das Item. Ich sag's euch. Alles nicht so einfach. So, direkt wieder Item hinterher. Genau. Sehr schön. Okay, wir haben die 30.000. Aber trotzdem, ne? Nicht so einfach. Okay, jetzt haben wir nochmal Dickpunkte gemacht. Aber wie soll man denn dann 50.000 mit Rihonyo schaffen? Ah, vielleicht böllert der die Gegner weiter weg oder so. Na, das kann ich mir auch vorstellen. Okay, Freunde. Da haben wir sie. Ich muss das jetzt testen. Wir müssen ja sowieso das ganze Bonusleistungsgame noch machen. Ich will jetzt gucken, was hier mit Rihonyo abgeht. Ist der noch krasser unterwegs? Berührt er so einen Gegner und der fliegt sofort aus dem Ring? Auch voll geil, die Rihonyo-Statue, ne? Da oben, voll geil. Ah, der ist auf jeden Fall größer, I see. Putz. Oha. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich fast selber rausgeflogen. Ja, ich glaube, der böllert die weiter. Na? So, ich brauche jetzt auf jeden Fall die... Oha, oha. Ich brauche jetzt auf jeden Fall hier dann nochmal so ein Spezial-Item, um hier Gas zu geben. Ja. So, und dann schauen wir mal, ne? Oha! Ah, das... Die Spezialoffensive ist von Mond zu Mond unterschiedlich. So, wenn ich mich jetzt nämlich hier in die Mitte stelle, dann schleudere ich die Steine... Oha, okay, ich dachte, jeder hätte diesen Super-Spin. So, jetzt hier, super, ja, sehr geil. So, einmal brauchen wir es noch. Hallo, wo sind meine Gegner? Ich habe keine Gegner. So, Feierabend, 63.000. Yes. Ey, voll cool. Sehr, sehr, sehr geil, dass hier unterschiedliche Pokémon unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das fördert tatsächlich diesen Wiederspielwert, dass man sozusagen das Game mit jedem Pokémon schaffen muss. Pass auf, einen Mon machen wir noch. Eins will ich jetzt hier noch testen. Hier Magnetilo. Bonusleistung 1000. Mit Magnetilo müssen wir es schaffen, irgendwie Pokémon aus dem Kreis zu yeeten. Das interessiert mich jetzt. Wir brauchen irgendwie ganz wenig Kills nur, Freunde. Oh boy. Oh boy. Oh shit. Ja, I see. Das ist gar nicht so einfach. Shit. Okay, ich hab den Kill. Man muss sich, glaube ich, einfach ein bisschen Glück haben. Oder mit der Spezialoffensive dann arbeiten. Ich hab noch einen Kill. Oh mein Gott, wir haben die Kills, Freunde. 2000, let's go. So, da unten ist jetzt so eine Spezialoffensive. Okay. Ich hab aber das Item. Was passiert jetzt? Ah, okay. Das ist so ein Superspin wie Capoeira, ne? Sehr schön. Nochmal 500 gemacht. Ja, let's go. Okay, also ja, es ist schon schwieriger mit dem Pokémon, ohne Frage. Aber 1000 Punkte ist jetzt hier definitiv im Bereich des Möglichen. Also muss ich auch einfach nur mit dem Item in die Mitte stellen. Und dann sieht es eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. 6000. Okay, aber das ist cool. Wenn das bei den anderen Minispielen auch ähnlich ist, freue ich mich tatsächlich sogar fast schon ein bisschen drauf, die Bonusleistung zu grinden. Irgendwie hat das was. Und es ist sehr kurzweilig. Und dadurch, dass die Spiele nicht so lange dauern, kann man das auch relativ schnell nacheinander abarbeiten. Doch, das machen wir für die 100%. Da, jetzt bin ich überzeugt. Komm bitte wieder. Ja, ja, das mache ich. Keine Sorge. So, und hier vorne steht auch noch Glumanda. Was geht? Glumanda! Endlich haben wir uns gefunden. Ich habe schon viel von dir gehört. Du sollst Bisaflor und Empoleon besiegt haben, erzählt man sich. Wie sieht es mit Plinthorn und Endivia aus? Und wo befindet sich eigentlich der Treffpunkt? Schön, dass es allen gut geht. Oh mein Haar, wäre ich in glühende Lava gefallen, doch Logok hat mich gerettet. Er ist mein Lebensretter, so stark und gleichzeitig so kühn. Die Pokémon in der Magmazone sind alle sehr heißblütig. Lass uns auch kämpfen, wo du nun schon mal hier bist. What? Das ist das erste Mal, dass wir gegen so einen Kollegen von uns kämpfen müssen, ne? Plinfa und Endivia waren beide direkt auf unserer Seite. Ich weiß nicht, warum du jetzt von mir auf die Schnauze willst, Kollege. Ich halte das für keine so smarte Idee. Aber es ist okay. So, wenn du darauf bestehst, habe ich kein Problem damit, Kollege.
Farbe hat sich ungemein verbessert. Ich werde Logok bitten, mir eine Trainingseinheit zu verpassen, um auch stärker zu werden. Bis später. Als ob Logok Bock hat, mit dir zu chillen. So, aber ja, okay, er verzieht sich jetzt. Wir haben aber immer noch ein Panferno, Freunde. Und ein Vulnona, was wir hier haben spawnen lassen. Und ich will die immer noch finden. Ich habe bloß noch nicht den Ort gefunden. Wo? So, da vorne ist jetzt ein Meditier oder Mediti. Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Stopp, mein Lieber, halt ein. Der Weg wird dir verschlossen sein. Der dich nur dann zu Logok bringt, wenn dir im Wettstreit gegen mich ein Sieg gelingt. Okay. Wer im Ratespiel der Bessere sei, erfahren wir nun 1, 2, 3. Der Fragen erste stelle ich nun. Was soll ich denn auch sonst schon tun? Wo wird flüssiges Gestein dein ständiger Begleiter sein? Es gibt keine Lavazone, ne? Magmazone. Ja, voll der Troll. Nun, mein Lieber, gib fein Acht. Ich habe Frage 2 mit dir mitgebracht. Wer am Treffpunkt hilft dabei, dass dein Donnerblitz ein besserer sei? Das ist Elektrik. In der Tat, mein Kamerad. Nein, nicht die goldene Mitte. Es ist dies der Fragen dritte. Wer beherrscht wie keiner die Kreiselkeilerei? Capoeira, ne? Let's go! Und so leicht, Freunde, kann man Mediti überzeugen, dass wir coole Socken sind. So, magst du mich schon dicke? Ja, alles klar, sehr gut. Nein, alles gut, ich will nicht mehr. Wir sind gut befreundet. Hat die Mediti schon immer so große Augen? Mir ist das in den normalen Pokémon-Games irgendwie nie aufgefallen. So, oh, da vorne ist Flamara. Oh boy, Freunde, ihr wisst es, die Evoli-Entwicklung. Und da vorne ist auch Panferno. Und da vorne ist, glaube ich, auch Vulnona. Oha. Und Nocturne. Die muss ich alle drei noch machen. Hier oben geht der Real Shit ab. Oh, du hast aber viele Freunde. Dann bist du bestimmt sehr stark. Ja. Oh! Flamara will als erste der Evoli-Entwicklung gegen uns kämpfen. Und warte mal, war in der Höhlenzone eigentlich eine Evoli-Entwicklung? Ich glaube tatsächlich nicht, ne? Ich glaube nicht. Holy Shit. Warte mal, die müssen wir dann auch noch irgendwann finden. So. Und Feierabend. Da müssen wir ja nochmal schauen. Ich meine, was ist denn da? Nachtara wahrscheinlich, oder? In der Höhlenzone? Wobei, Nachtara könnte auch in die Geister-Dunkelheitszone reinpassen. Da wird es ja auch noch sowas in die Richtung geben. Hm. Oder es gibt da keine, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Es gab in jeder Zone eine Evoli-Entwicklung. Vielleicht Psyana? Oder Psyana ist in der Gruselzone und Nachtara in der Höhlenzone? Und denn niemand weiß es so genau. Ey! Hä, warum hat mein Eisenschweif nicht getroffen? Und hier ist sogar noch, hier, ein Igel-Lava. Ey, wie viele Mons hier unterwegs sind. Holy shit. So. Zack. Und Butz. Es war jetzt nicht sehr smart gekämpft, muss ich sagen. Ich hätte nicht direkt nur mit Eisenschweif draufprügeln sollen. Dann hätte ich mir eine Runde gespart. Wen interessiert's? Flamara ist bei uns. Flamara finde ich auch sehr cool. Du bist leider trotzdem für mich nicht so majestätisch wie Aquana. I'm sorry. So, Igelava. Auch mit dir will ich ganz schön, auch wenn du ohne Flammen echt nackt aussiehst. Es heißt, früher habe der gesamte Pokepark aus glühend heißer Lava bestanden. Lass uns kämpfen. Okay. Interesting Fact auf jeden Fall, den du da gedroppt hast. Da ist sogar ein Punita! Stimmt! Das Punita in der Trainingszone hat uns ja gesagt, dass sein Kollege hier trainiert, ne? Sehr geil. So. Ah, der rollt nach vorne. Was eine Sau. Was eine Sau. Butz! Und Igelava gehört nun uns. Aber ich glaube, wir müssen nochmal gegen ihn antreten, ne? Aber kommt jetzt vielleicht Tornupto? Verrate mir doch einige Kniffe für den Kampf und lass uns Freunde sein. Ich bin von weit her gekommen, um stärker zu werden. Wir wollen bald wieder zusammen spielen, ja? Sehr gerne. Bist du mit Tornupto cool? Oh, kein Tornupto. Verdammt. Es gibt so viele Mons, wo ich mir wünschen würde, dass da irgendwie die Weiterentwicklung kommt, aber die kommt dann immer nicht. Was soll das? Tornupto ist schon mächtig so. Okay, 5 Leben. Ich glaube, dann ist wieder die Donnerblitz, Eisenschweif-Kombo zweimal. Ganz gut. Ausweichen. Oh, der hat mich trotzdem erwischt. Was für eine Hitbox. Genau, und jetzt einfach nochmal ein normaler Eisenschweif. Yes. Bam. Leider kann man die nicht da unten in den Lavakrater werfen. Das wäre auch cool. Schade, ich habe verloren, aber spaßig war es trotzdem. Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt Panferno. Oh, habe ich Bock. Panferno ist auch so ein mächtiges Mon. Mm. Geiles Ding. Das könnte ein richtig spannendes Kampf hier mit dir werden. Lass uns kämpfen. Okay, okay. Der Meister kommt gleich zur Sache.
Let's go. 4 Leben. Dann ist, glaube ich, na, zweimal so. Oh, ich habe ihn getroffen. Oh, hier sind so viele Pokémon im Weg. Verdammte Axt. So. Hier ganz gut. So, ich mache mal hier genau. Ah, der rollt genau wie Eagle Lava. Okay. Und der macht auch verdammt viel Schaden, sehe ich gerade, ne? Direkt eine. Direkt eine Energiezelle. So. Ich bin stuck. LOL. Ich bin irgendwie gegen die Wand gesprintet und das hat als Angriff gegen ihn gewertet. Okay. Nicht im Traum hätte ich gedacht, dass ich gegen dich verliere. Du bist wirklich sehr gut. Ja, Panferno. So sieht's aus. So, und ich will direkt nochmal mit dir befreundet sein. Worauf wartest du noch? Rücksicht werde ich bestimmt keine nehmen. So, oha, 6 Lebensbalken. Da kommt auch Nocturne schon an. Zack, so. Meine, schön hier. Was ist denn hier für eine Riesenparty? Was ist hier los, Mann? So, jetzt gehen wir jetzt zur Seite. Zur Seite. Okay, aber irgendwie treffe ich den immer, ne? Also, wenn ich einfach nur weglaufe und der berührt mich dann. Nee, irgendwie ist nicht so einfach, dem auszuweichen. So. Butz! Okay, und jetzt einfach noch ein normaler Eisenschweif. Dürfte reichen. Ja. Das ist so schwer, dem auszuweichen, Mann. Hä, warum hat das jetzt nicht gegolten? Och, Bruder. Wir haben auch gar keinen Platz. Übel unfair. Ich hab verloren, du bist wirklich nicht von schlechten Eltern. Ja, und jetzt noch wohl Nona instant hinterher. Ist es denn falsch, gegen andere zu kämpfen, selbst wenn es um der Gerechtigkeit willen geschieht? Wie denkst du darüber? Oh, du möchtest Fangen spielen? Ja. Weißt du, die redet über das Kämpfen und dann so, ja, lass uns Fangen spielen. Okay, alles klar. Mal sehen, ob du krasser bist als Flamara. Ne, also Flamara musst du ja bekämpfen, also quasi... Oh! Die hinterlässt Feuer, Mashallah. So, oha. Ich wollte eigentlich gerade Donnerblitz einsetzen. In dem Moment habe ich sie getroffen. Ihre ganzen Schweife hinten zählen einfach auch als Hitbox. Wow, du bist schnell. Kein Wunder, dass Bullpix gegen dich den Kürzeren gezogen hat. Ja. Ich habe deine ganze Sippe bloßgestellt. So. Und jetzt bitte nochmal. Aber ich meine, das Gute ist, sie hinterlässt ja diese Feuerfallen, nenne ich es mal. Aber wenn wir eben auf der Innenseite bleiben, erwischen die uns halt nicht. Das macht halt wirklich, das macht wirklich chillig für uns. So. So, immer innen bleiben, hier an dieser unsichtbaren Mauer. Oha, ist sie schnell. Ja, moin. Also, ist ja nicht mal ansatzweise knapp. Okay, aber Freunde, wir bleiben mal weiter dran. Oh, ich hab das dicke Gefühl, ich muss hier nochmal kommen. Außer wir setzen jetzt gleich einen Donnerblitz. Außer wir setzen jetzt gleich einen... Oh, Panferno, you serious? Nein, die Kiste, die Kiste. Oh, ey, was ein Trash. Das hätte besser laufen können. Aber auch wie viele Mons hier im Weg stehen. Das ist übel unfair. So, Freunde, jetzt aufgepasst. Jetzt ist unsere Chance. Unsere letzte Chance. So, wir versuchen noch näher ranzukommen. Donnerblitz. Nein, keine Chance. Alter, ist die schnell. Holy moly. Das war schon nicht schlecht. Ja, aber Panferno hat mich einfach hops genommen. Das ist so fies, ne? Dass die gegnerischen Mons nicht sozusagen von den herumlaufenden anderen Pokémon beeinflusst werden. Man selber aber schon. So, was soll das? Ich glaube, ich hole mir gleich nochmal... Ich glaube, meine Kampfstats will ich gar nicht verbessern, Freunde. Ich hole mir direkt nochmal ein Training bei Ponita am Treffpunkt. Ich sag's euch, mein größtes Problem bleibt, glaube ich, wird immer das Fang-Minispiel bleiben. So, jetzt, Freunde, aufgepasst. Jetzt, Freunde, aufgepasst. Jetzt müssen wir gleich den Donnerblitz setzen. Ja! Sehr geil. Putz! Der Donnerblitz wird echt noch unser bester Freund. Oder wir trainieren den Donnerblitz, dass wir den noch weiter schleudern können. Das könnte auch gut sein. Oh, du bist gut. Das hat viel Spaß gemacht. Ja, war okay. Aber auch schwer. So, Beere. Noch eine Beere, sehr schön. So, wo ist Ponita? Ich habe keine Ahnung, ob ich gegen Ponita eine Chance habe. Vielleicht sollte ich erst gegen Nocturne antreten. Naja, egal. Ich möchte in verschiedenen Wettstreiten meine Schnelligkeit trainieren, um meinen großen Bruder zu beeindrucken. Willst du mit mir Fangen spielen? Ja, aber ich glaube, das wird nichts. Das ist doch viel zu schnell, oder? Höchstens wieder mit einem schönen Donnerblitz-Move. So, oh, nee, wir holen ja easy auf. Okay, das ist... Oh, shit. Als ob ich da nicht hochkomme! Bruder! Die unsichtbaren Mauern sind aber auch schon wieder böse am Start. So. Och nee, Pika. Warum hast du nicht... Warum hast du jetzt nicht getroffen? Ja, okay, also Phase 1 geht auf jeden Fall noch übel fit. So. Das war jetzt noch kein Problem, aber...
muss zugeben, ich habe wieder ein bisschen Angst vor Phase 2. Also wenn das jetzt wieder ähnlich wie bei Vulnona wird. Wie um Himmels Willen kann man nur so flink sein, wie du, verstehe. Mein großer Bruder hat dich trainiert, na? Deshalb ist dein Sprinter toll. Lass uns Freunde sein. Ja, gerne. Und ich würde gern nochmal, wenn du Bock hast. So. Mal sehen, was das wird, Freunde. Mal schauen, ob Panferno uns wieder übel hops nimmt. Oh, wir laufen in die andere Richtung. Alles klar. So. Solange wir jetzt hier schnell an den ganzen anderen Mons vorbeikommen. Das ist die unsichtbare Mauer, drückt mich hier nach innen. Und da steht halt dann Igel Lava. Richtig fair und so. Okay, wir sind ultra fast. Let's go. Das war gut. Das war sehr gut. Ich glaube, Punita war ein Tick langsamer als Vulnona. Ich glaube, Vulnona war schneller. Schon wieder verloren. Das wurmt mich jetzt aber schon. Du bist aber auch schnell wie ein geölter Blitz. Ja, ich bin sehr geölt. So, und jetzt noch Nocturne. Dann haben wir die ganzen krassen Mons hier oben. Nocturne. Kikli kommt und kommt einfach nicht. Aber bei dem Spiel werde ich mich schon nicht langweilen. Hast du schon am Felsenschmetter mit Logok teilgenommen? Nein, aber ich war bei anderen, ne? Lass uns kämpfen, ja gerne. Ich war bei diesem Plattenzerschmettern mit Bolteros, heißt er so? Ich kenne das Mon nicht gut. So, zack. Eisenschweif hinterher. Und jetzt nochmal einen Eisenschweif und ist hier Feierabend. So, ich habe keine Ahnung, was der für Moves macht. Ah, okay, so ein Dash nach vorne. Ja, süß. Sehr süß. Unfassbar, du bist eine Wucht. Lass uns Freunde sein. Yeah. Vielleicht, wenn wir ihn auf Regenbogen kriegen, kommt vielleicht Kikli? Oder wir müssen irgendwas anderes für Kikli tun. Das finden wir noch raus. Lass uns kämpfen. Yes! Okay! Gib mir deine Fäuste, Diggi! Show me your fist! Oh, jetzt, okay. Ja, er hat mir seine Fist gezeigt. Er hat mir nochmal eine Fist gezeigt. So. Gut. Okay, von jetzt in meinem richtigen Moment ausweichen. Genau. Oh, Bruder! Der Typ ist viel zu krass, Mann! Bruder! Ey, ich muss sehr aufpassen, dass ich jetzt hier nicht verkacke, ne? Ein Eisenschweif muss noch sitzen. Er hat mich wieder erwischt, Freunde. Bruder, er greift viel zu schnell an. Da schaut man in die Röhre. Wie ein Backrohr. Bruder, was soll das? Hä, der ist übel krass. Vielleicht sollte ich doch nochmal meine Moves trainieren. Vielleicht sollte ich irgendwie mal mehr Energiebalken. Ich meine, wir kämpfen immer noch mit 3 Energiebalken. Vielleicht sollten wir da mal unsere Beeren investieren. Ich meine, wir haben mittlerweile sehr, sehr, sehr viele. Vielleicht wären mal mehr Energiezellen eine sinnvolle Investition. So, jetzt aufgepasst, Freunde. So. Ach, du hast keine Chance, im richtigen Moment auszuweichen. Doch, jetzt! Okay. In der Zeit, wo ich doppelt Steuerkreuz nach rechts drücke, ne, gar keine Chance. Ja! So, jetzt. Das ist auf einer Wii-Fernbedienung gar nicht so leicht, doppelt in eine Richtung schnell zu drücken, weil die Knöpfe so klobig sind. Okay! Aber damit sollten wir alles hier oben haben. So, und ist hier Logok? Das ist bisher geschafft, das beeindruckt mich. Aber denk ja nicht, dass du mich einfach so besiegen könntest. Lass uns die Entscheidung im Kampf suchen. Wie jeder von uns auf die Schnauze will. Was ist denn los mit euch? Also irgendwie steht alle drauf zu verlieren, ne? Ich bin der gelbe Blitz, oder wie wurde ich genannt? Ah, die hat wieder so eine Fernkampfattacke. Sehr schön. Und Porenta ist jetzt der Endboss, der Logok davor beschützt, dass jemand zu ihm kommt. Das war wirklich eine krasse Leibgarde, die sich Logok hier geholt hat. Eine lauchschwingende Ente. Du bist mein Gegner. Der Kampf beginnt. Ja, let's go. Lass mich dir zeigen, was mein Training wert war. Okay. Lebensanzeige verdoppelt. I see. So, wir müssen eh 3 Kombos machen. Egal, wie ich meine Angriffe kombiniere. Also mit Kombos meine ich immer quasi einmal den Gegner in diese Unverwundbarkeit bringen. Das meine ich immer mit Kombo. So, ausweichen zur Seite. Und bam. Und damit kommen wir zu Logok. Da freue ich mich doch schon sehr drauf. So, wir aktivieren den Hebel. Damit sollten wir, glaube ich, diese Brücke hier runterlassen. Und damit sollte uns der Weg offen stehen. Die Frage ist, ob Logok direkt uns das Minispiel gibt oder
ob wir noch irgendwas für ihn erledigen müssen. Oh, da ist ein Schneckmark. Was machst du denn da? Der ist die Leibgarde. Na, so ein Riesending schon besser, ne? Du hast es endlich hier... Nee, Makargo. Was war... Ein Schneckmark war die Vorentwicklung, glaube ich, ne? Du bist doch jener gelber Blitz, von dem alles hier spricht, oder irre ich mich? Jener, der Bisaflor und Empoleon besiegt haben soll. Nun, dann werde ich dich einmal genau unter die Lupe nehmen. Ich lasse dich durchs Tor, wenn du das Plattendreschen mit Bolterus und die Kreiselkeilerei mit Rihornio gemeistert hast. Super, du hast beide Spiele gemeistert. Man nennt dich ja nicht umsonst den gelben Blitz. Ich öffne dir das Tor. Okay, ja, ja, die Minispiele mache ich sowieso, ne? Das ist gar kein Problem. Das ist doch kein Test für uns. Logik befindet sich auf der anderen Seite. Viel Erfolg. Ah, und ich wollte gerade sagen, wie kann ich mich denn jetzt mit dir befreunden, ne? Aber er ist direkt Best Buddy mit mir. Sogar Rainbow Buddy. Sehr gut. Okay, so Logok. Ja, ich möchte durch das Tor gehen. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ah, da ist auch Glumanda jetzt. Willkommen, gelber Blitz. Was sagst du, wollen wir uns nicht verbünden? Gemeinsam könnten wir die Pokémon hier im Poképark dazu bringen, sich zu versöhnen. Was? Ich soll mich gefälligst wieder mit Bisaflor und Empoleon vertragen? Sag bloß, du bist auf der Seite dieser beiden Nichtsnutze. Bisaflor ist ein altes Sensibelchen und Empoleon zu rechthaberisch. Ich dachte eigentlich, du wärst ein würdiger Partner für mich. Aber wenn du so tickst, habe ich mich wohl in dir getäuscht. Was der Pokémon wirklich braucht, ist ein starker Anführer. Und diesen Posten fülle ich schon sehr gut allein aus. Wenn du dich unbedingt mit mir anlegen willst, dann kämpfe erstmal gegen Glumanda da drüben. Okay, okay, alles klar, crazy. Pikachu vorhin mag ich vielleicht verloren haben, aber das lag ganz allein daran, dass ich nur mit halber Kraft gekämpft habe. Alles klar. So, du willst mit mir Logok chillen? Dann kämpf erstmal gegen Glumanda. In Ordnung, Digga. Der hat wirklich krasse Leibgarden. Porenta, Mediti, Glumanda, es ist wahrlich beeindruckend. Was er hier für Geschütze auffährt, ne? Putz! Und das soll's gewesen sein. Obwohl ich alles gegeben habe, hast du mich besiegt. Du bist stark, Mann, aber es hat viel Spaß gemacht. Du hast was drauf, Pikachu. Ich meine, in dir, Bisaflor ist milde und Empoleons irgendwas zu sehen und das ist geil. Aber wie sieht's mit Muskelkraft aus? Wollen wir doch gleich mal prüfen. Versuch das Felsenschmettern zu meistern. Wenn dir das gelingt, erkenne ich dein Können an und versöhne mich wieder mit Bisaflor. Okay, dann wollen wir mal Logok auf unsere Seite ziehen, Freunde. Und damit... alle Pokémon zusammenbringen. So, okay. Felsen zerschmettern. Halt die Reef-Verbindung aufrecht bei Spielbeginn, das heißt Feuer frei. Erbeute Punkte, indem du rechtzeitig die Reef-Verbindung schwingst, wenn ein Fels auf dich zukommt. Ein Felstreffer lähmt dich kurzzeitig. Schüttle die Fernbedienung, um wieder zu Sinnen zu kommen. Gib alles und zerschmettere so viele Felsen wie möglich, um so viele Punkte wie möglich zu schaffen. Okay. Xerox ist hier King. Ich muss einfach viel Funpi nehmen. Funpi ist irgendwie cute. Xerox hat aber 26.000. Okay, Xerox ist der krasseste hier. Pass auf, dann nehmen wir den. Wir fangen direkt mit dem krassesten an. Xerox ist epic. Gib's zu, Xerox ist epic. 26.000 Punkte. Okay. Und es geht wahrscheinlich auf Zeit, würde ich mal vermuten. Okay. Finde ich irgendwie einen Punktemultiplikator? Ah, ja. Sehr schön. Okay, also wir dürfen jetzt quasi nicht das Timing verkacken. Es ist aber sehr großzügig tatsächlich. Dieses Foto... Nein, ich will kein Foto speichern. Hä? Ich habe alle Steine zerschmettert. Alle. Und die Bonusleistung nicht geschafft. Was ist das für ein Scam? Ich hab alles richtig gemacht. Hey, what the fuck? Wie soll die Bonusleistung gehen? Niemals, du hast tatsächlich das Felsenschmettern gemeistert. Ja? Dann bleibt mir keine andere Wahl, als deine Stärke anzuerkennen. Ja, aber können wir mal bitte über die Bonusleistung von Xerox reden? Ich habe keinen Fehler gemacht. Damit hast du nun 8 Prismensplitter. Das Himmelsprisma ist die Energiequelle des Himmelsgartens. Okay. Ich dachte, mit der Macht des Himmelsprismas könnte ich alles übel vom Pokéball fernhalten, aber du bist für diese Aufgabe wohl besser geeignet. Bisaflor und Empoleon und ich werden mit vereinten Kräften dafür sorgen, dass sich alle Pokémon wieder versöhnen. Hol dir die übrigen 6 Splitter ab und beschütze den Pokéball. Oh, uns fehlen nur noch 6? Das ist ja krass.
Das ist echt unglaublich, Logok legt das Schicksal des Poképarks ganz allein in deine Hände. Auf meine Hilfe kannst du zählen. Ich gehe mal wieder zu Endivia und Plinfa am Treffpunkt. Ja, aber... Ich... Freunde, wir machen jetzt hier auf jeden Fall nochmal das Felsenschmettern. Was soll denn das? Ah, okay, er befreundet sich mit mir, wenn ich alle Minispiele gefunden habe. Ja, aber... Also... Bruder, habe ich irgendwas... Also, habe ich einen Fehler gemacht, von dem ich nichts weiß? So. Neue Runde, neues Glück. Oder weil ich irgendwie die Kamera aktiviert habe, habe ich damit irgendwie den Rhythmus kaputt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich, dass mein erster Felsen vorhin hat mir nur 100 Punkte gebracht. Aber hat der jetzt auch? Also... Jetzt habe ich mehr Punkte. Hä? Helft mir in den Kommentaren. Helft mir in den Kommentaren. Ich bin stark verwirrt, aber helft mir. So, und was ich jetzt auch wieder noch rausfinden will, dass das, was wir bei den anderen Spielen noch nicht getestet haben, wie verhalten sich jetzt andere Pokémon hier? Zum Beispiel, Phanpy hat ja jetzt eine 3000er Bonusleistung. Das scheint ja irgendwie der größte Lappen zu sein, ne? Schauen wir einfach mal, wie sich der kleine Racker jetzt anstellt und warum der nur so wenig Punkte schafft. So, let's go. Ja. Ah, der macht einfach nur 100 Punkte. Weil Baum. Warum macht der jetzt nur 100 Punkte pro Fels? Das gibt gar keinen Sinn. So, der kriegt einfach weniger Punkte. So, aber das war auch schon die Bonusleistung, ne? Der wird einfach voll benachteiligt, einfach nur weil er klein ist. Okay, dieser Spieler gibt vorne und hinten keinen Sinn, wenn ihr mich fragt. Das ist ja... Hä, hey, what the fuck ist dies? Das ist so weird irgendwie. Sehr schön. So, okay. Ja, skurriles Minispiel. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Denn wir haben jetzt alle Herrscher-Pokémon miteinander wieder versöhnt. Zumindest haben wir allen gesagt, sie sollen sich wieder versöhnen. Mal gucken, was das wird. Und mal gucken, wie es jetzt weitergeht, Freunde. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Pokepark. Und noch ein großes Dankeschön an JT90PRL, Hygrischi und dem Pauson für die mega Unterstützung mit eurer Kanalmitgliedschaft.